Shiva, komm zu mir. Ich gebe dir ein Mikro. Schön. Nepali Samaj e.V. Ja, genau. Nepali Samaj e.V. Also von hier aus gesehen ganz links, erste Reihe. Und von euch oder von Ihnen, rechte Seite. Was machen wir? Ihr habt alle Begriffe gehört. Nachhaltigkeit, Kultur, Austausch, Musik verbindet und noch mehr. Patenschaft übernehmen und die gehörlosen Kinder unterstützen. Momentan laufen unser Projekt und das heißt Menschen im Mittelpunkt, Einsamkeit verringern, Gemeinsamkeit fordern und Menschen empowern. Das ist unser großes Projekt, läuft jetzt seit drei Jahren und kommt einfach mal vorbei. Für uns nach Corona ist total wichtig, miteinander, dass wir miteinander reden und nicht übereinander reden. Und dass wir diese Angst miteinander dann auch noch abbauen und so viel wie möglich auch noch für Nachhaltigkeit tun. Und ich habe immer gesagt, also Friedberg ist tatsächlich, sollten wir eine Initiative starten für nachhaltig Stadt Friedberg. Wir haben halt altes Hallenbad in Friedberg, wir haben umsonst Laden in Friedberg, wir haben Repair Kaffee in Friedberg. Was haben wir nicht, was Nachhaltigkeit nicht betrifft? Daher, also meine Bitte an euch, macht dann für Nachhaltigkeit dann jetzt eine große Kampagne. Klaus wird immer dabei sein, glaube ich. Und wir schaffen das auch noch so für Nachhaltigkeit. Jetzt kommt. Genau, ihr habt ja nicht nur euren Vereinsstand mitgebracht, sondern tatsächlich den ersten Kulturbeitrag für heute.